Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu No One Lives Forever. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wir müssen diese Container fotografieren. Da fehlt uns noch einer. Hier oben ist nichts mehr. Der muss also irgendwo anders sein. Ich habe eigentlich gedacht gehabt, dass es das hier... Ich habe mir ja schon, als ich den anderen Weg gegangen bin, schon gedacht gehabt, dass das nicht weitergeht. Aber dann sind wir ja sofort in eine Zwischensequenz gekommen und haben es dann gemerkt gehabt. Ja. So, da oben ist auch nichts mehr. Schauen wir mal weiter. Ich glaube, da hinten ging es ja nirgends rein. Nee, genau. Und da ist auch nichts. Alles klar. Waren wir da hinten schon? Ah, haha. Da haben wir ihn doch, den Container. Missionsziel aktualisiert. Sender im Funkraum anbringen, Schiffsmanifest fotografieren und Captain's Logbuch fotografieren und die Brücke finden. Gut, das ist das, was wir jetzt machen müssen. Wir haben aber ja schon gesehen gehabt, dass das ziemlich schief gehen wird. Aber gut, dass ich dann nochmal zurückgegangen bin. Sonst hätte man diesen Teil der Aufgabe nicht gelöst. Ich meine, man hätte ja auch gesehen gehabt, es geht auch weiter, wenn wir es nicht gelöst hätten. Aber dann wäre man ja kein guter Spion eigentlich, wenn das anders, wenn wir das so gemacht hätten. Ein Glück sind wir dann nochmal hochgekommen. Das war gar nicht so einfach. Geht's hoch, da geht's hoch. So, hier müssten wir hoch. Wo ging's dann weiter? Da ging's weiter. Ich glaube, da mussten wir hoch, richtig? Und da haben wir den Dinger. So. Schließ sie ein. Warum nicht gleich töten? Erzähl mir nicht, was ich tun soll. Ja, Sir. Aber ich kapiere immer noch nicht, warum du sie nicht tötest. Du wirst nie mehr etwas kapieren, wenn du nicht sofort tust, was ich dir sage. Ja, Sir. So, Szene 5. Erklärung wofür? Heinrich sagte mir, das Mädchen lebe noch. Sie haben wohl meine Befehle nicht verstanden. Ihre Befehle? Ha, ich habe keine Befehle erhalten. Sie sollte liquidiert werden. Warum haben Sie das nicht getan? Ich töte keine Landsmann ohne fairen Kampf. Das Mädchen macht nur ihren Job. Sie bedroht unsere Operation. Ich bin mir sicher, dass der Direktor mir zustimmen würde. Dann töten Sie sie doch. Feigling. Fettsack. Suffkopf! Fettsack! Sie wieder nicht! Die zwei können sich leiden. Eine Explosion! Finden Sie raus, was da vor sich geht! Jawohl, Frau Wagner! Schiff verlassen! Schiff verlassen! Sagte er Schiff oder Schaf? Schiff, glaube ich. Warum? Oh, nur so. Aber was ist passiert? Warum explodiert das Schiff gerade? Auf jeden Fall ist es nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Waffen werden wir wahrscheinlich auch nicht mehr haben. Nun, dann los. Was ist mit der Fracht? Sie können sie gerne raustragen, Fetti. Ich für meinen Teil verlasse das Schiff, bevor es sinkt. Aber die Operation! Wir können die Fracht ersetzen, aber ich bin einzigartig, falls Sie verstehen, was ich meine. Der Direktor wird nicht erfreut sein. Dann bleiben Sie hier und zeigen Sie Ihre Ergebenheit. Ich werde dann auch in Ihrem verreckten Nachtclub eine Gedenktafel auf der Damentoilette anbringen lassen. Ich kann auch nichts dafür, wenn mein wunderschönes Kabarett von Beatniks infiziert ist. Ich habe versucht, sie loszuwerden, aber sie sind wie die Pest. Wahrscheinlich, weil die denken, sie wird mit Absicht so singen. Experimentaljazz oder so ein Kram.
Getan! Genug, Geblubber. Aus dem Weg. Ihre Massen blockieren das Schott. So, Flucht aus dem Raum. Das Schott ist blockiert. Was sollen wir machen? Eine Panik. Durch den Maschinenraum. Ah, wir haben unser Feuerzeug. Haha. Jetzt haben sie uns gelassen. So. Verlass das sinkende Schiff, Sender auf Funk deponieren und Besitz wiederfinden. Oh, da kommen wir auf jeden Fall weiter. Dann. Moment. Ewig Zeit, glaube ich. Da kommen wir gar nicht durch. Guck mal, da ist ein Geheimdienst-Dinger. Aber wir kommen da nicht rein. Ah, so ein Mist. Na gut. Weiß auch nicht, ob wir ewig Zeit haben, hier was zu machen. Oh. Da kommen wir nicht durch. Das ist... Da sollte man aufpassen. Da können wir wahrscheinlich auch nichts machen. Da sind wir nur wieder... Ach, guck mal, aber da geht's runter. Also da können wir jetzt auf jeden Fall mal runtergehen, oder? Wir gehen hier weiter. Sieht nicht so voll aus. Ich würde sagen, wir schauen erstmal das andere Ding an, wo es runtergeht. Vielleicht ist das ein Geheimnis. Müssen wir auf jeden Fall tauchen hier. Okay. So. Ne, da war nichts. Doch, da ist was. Programm, Vorstandsmitglied Volkov, Stopp von Leutnant Aachen, Stopp, verdächtiges Sicherheitsunter, blablabla und... Oh. Ah, das darf nicht, dass da nicht gepausiert wird, das ist ein bisschen schade. Wow, 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 wow. Geh auf, geh auf. Das war knapp. So, aber jetzt sind wir endlich da. Ah, da ist auch unser Besitz. Sehr gut. Das heißt, da mussten wir sowieso rein. Haha. Sehr gut. Haben Sicherheitstipp des Monats. Tolle Neuigkeiten. Unsere Studien haben ergeben, dass Seeleute 4 Tage unter Wasser verbringen können, wenn eine Luftreserve zur Verfügung steht. Wenn ein Schiff kentert, einfach alle Ventile schließen. Damit kann man Leben retten. Vor allem das eigene. Danke. Okay. Da kommen wir ja nicht wieder raus. Da müssen wir wieder tauchen. Aber wir sind jetzt wenigstens wieder bewaffnet. Geht's denn da weiter? Da war's. Und wir haben jetzt nichts mehr sowas wie, dass wir das Schott öffnen müssen und dadurch Zeit verlieren. Aber es wird eng. Es wurde eng. Es wurde ziemlich eng. So. Wie ist es jetzt hier? Müssen wir hier ins Wasser und dann da runtertauchen? Da oben kommen wir ja anscheinend nicht wirklich hin. Da kommen wir ja auch nicht durch, glaube ich. Aber von hier könnte man vielleicht springen. Ah, perfekt. So, das Ding hier.
macht nichts mehr. Aber wie kommen wir dahin? Vielleicht über diese Strebe hier. Wobei. Jetzt sind wir auf dem Dings. Jetzt sind wir auf dem Steg. Die Frage ist, hier lang oder da drüben lang? Also, so definitiv nicht. Ich kann nicht schnell. Schnell genug? Doch, das geht doch. Oh, da grad was. Ja, da ist tatsächlich was runtergekracht. Okay. Ach, verdammt. Hehe. Das wäre der normale Weg gewesen, um da rüber zu kommen. Mehr wäre das gar nicht gewesen. Okay. Wieder ein Geheimnis geklärt. Das sieht aber ungünstig aus. Darüber springen. Keine so gute Idee. Geht zwar, aber. Du bist auf einem sinkenden Schiff und versuchst nicht zu fliehen. Also echt. Ich hätte da schon längst versucht, auf die Rettungsboote zu kommen und nicht einfach so hier. Hier rumzustehen. So. Ich schätze mal, ich muss da drauf schießen. Dann steigt das Wasser und wir kommen da hoch. Oh? Und wenn wir das sehr schnell zumachen, haben wir auch kein Problem. Aha. Verdammt, wir müssen jetzt so schnell wie möglich raus. Das ist ziemlich cool, wenn der Druck da. Wenn das Ding steigt und die ganzen Dinger, die Wände werden eingedellt. Das hat schon was. Oh, guck mal. Das müsste die Brücke sein. Sender auf Funk deponieren. Das müsste doch hier irgendwo sein. Doch nicht. Der Funk müsste doch. Ah, wahrscheinlich meinst du das Ding draußen. Ja, noch ist das Schiff nicht komplett gesunken. Aber die Logbücher oder sowas gibt's gar nicht mehr anscheinend. Ah, hier, das müsste der Funk sein. Perfekt. Verlass das sinkende Schiff, Sender auf Funk deponieren. Und bis jetzt wiederfinden, haben wir alles geschafft. Sehr gut. Wir sind ein Agent. 20 von 28 Gegenständen. Ja, das ist doch gar nicht mal so schlecht. Erreichte Auszeichnung. Auszeichnung für Treffsicherheit verliehen. Von internationalen Interessenverbund der Neurologen. Kann das sein? Zertifikat für unbeschädigte Außendienstler. Verliehen von Rüstungsherr. Ja, okay. Du beweist dich als reichlich unfähig, Agent Archer. Du stehst jetzt bei der Mission unter Zugzwang. Naja, vielleicht ist noch nicht alles verloren. Wenigstens hast du einen Sender im Funkraum untergebracht, der dich zum gesunkenen Frachter bringen wird. Es ist sicherlich sinnvoll für dich, erstmal ein paar Tauchgänge in einer sicheren Umgebung zu absolvieren, bevor du dich in die nächste Mission stürzt. Das heißt, wir müssen jetzt wieder zum Dings runtergehen? Und zwar tauchen?
wie es sich anhört, um das, was wir noch nicht geschafft haben, die Logbuch und so weiter, zu fotografieren. Interessant. Wunderbare Zigarren, Carlyle. Absolut wunderbar. Nicht wahr? Ein guter Bekannter von mir ist im Import-Export-Geschäft tätig. Bekommt die direkt aus Havanna. Möchten Sie noch eine? Sehr gerne. Wenn Sie diese geraucht haben, müssen Sie wirklich eine von denen probieren. Keine kubanische, aber ich bin gespannt, ob Sie den Unterschied schmecken. Wollen wir wetten? Gute Idee. Umwerfend. Ich wünschte nur, der Commissioner wäre auch hier. Hier bin ich. Commissioner, schön, dass Sie da sind. Wir wollen eine Wette abschließen. Gordon hier glaubt, dass seine nicht-kubanischen Zigarren-Kennern wie uns genauso schmecken würden wie echte. Blödsinn. Hört, hört. Sie werden diese Worte noch bereuen, Freunde. Ehrlich gesagt würde ich sie lieber einfach rauchen und mit Cognac runterspülen. Ist das nicht göttlich? Umwerfend. Wow. Was ist los, Commissioner? Sehen blass aus. Käsebleich. Sind Sie wirklich in Ordnung? Weiß nicht recht. Auf meinem Weg hierher stieß mir ein großer, kahlköpfiger Typ mit einer Augenklappe seinen Schirm zwischen die Beine. Seitdem bin ich ein bisschen derangiert. Ugh. Nein. Was für ein rüder Bursche. Kein Wunder, dass Sie durcheinander sind. Ich hoffe, er hat sich wenigstens entschuldigt. Eigentlich sagte er nur au revoir und drückte mir eine Lilie in die Hand. Ja, das werden die Schwenkers Forschung sein, lebende Bombe zu machen. Wer den in eine lebende Bombe umgewandelt, wenn man so sagen darf. Und ja. Willkommen zu den erweiterten Taktiken. So, dann dürfen wir mal trainieren, ha? Nimm dir ein bisschen Zeit, um dich ans Scuba-Tauchen zu gewöhnen. Wenn du fertig bist, kommst du hierher zurück. Vielleicht möchtest du dich auch noch mit der Morris Modell 14 Harpune vertraut machen. Könnte nützlich sein. Aber gerne doch. So, dann mal ab ins Wasser. Aha. Okay, so sieht es aus. Ein bisschen eingesenkte Sicht, aber das ist ja in Ordnung. Und die können wir auch wieder rausziehen. Das ist gut. Zoomen können wir nicht. Das hätte mich jetzt auch überrascht. Ja, doch. Das funktioniert doch schon mal ganz gut. Diese Gürtelschnalle ist eigentlich ein raffiniertes, ausziehbares Seil, das zwar dünn und schwach erscheint, aber das Gewicht eines Erwachsenen mittlerer Größe aushält. Wenn das Seil an bestimmten Griffen oder Haken befestigt wird, zieht sich der Minimotor des Geräts automatisch hoch. Okay. So. Ah, das wird dann noch angezeigt. Oh. Sehr schön. Ah, das ist die nächste Sache. Dass wir da nicht alle Geheimdienstdinger gefunden haben, kann auch sein, dass uns die Ausrüstung dafür gefehlt hat. Siehst ja, dass manchmal das nicht geht, dass man da erst später wieder zurückkommen kann, irgendwann. Wahrscheinlich nach dem Spiel, mit voller Ausrüstung. Entweder als neues Spiel plus, oder dass man wirklich die ganzen Missionen einfach auswählen kann, welche man machen will, oder so irgendwie. Ich weiß es nicht. Schon so lang her. Geh zurück zum Hotel und schau nach, ob Agent Goodman eine Nachricht für dich hinterlassen hat. Was auch immer passiert. Nimm Kontakt zu ihm auf und fangt an zu planen. Du wirst seine Hilfe brauchen. Bin ich mir nicht so sicher, aber machen wir trotzdem mal. So, Hotel ohne Verfolger verlassen. Okay. Den gesunkenen Frachter nach Captain's Logbuch und Schiffsmanifest euch suchen. Genau, das, was wir in der letzten Mission auch machen hätten müssen. Was aber nicht geklappt hat. Das Schiffsmanifest und das Captain's Logbuch nehmen. Wir bekommen unsere 9mm, Shepard P38 9mm, die Gordon 9mm SMG, okay. Und das hier. Was haben wir denn sonst noch alles? Die Hemden habe ich eigentlich ganz gutes Ding mitgemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob die Gordon besser ist.
Die fand ich eigentlich relativ toll. Der Schlafgas, das hätten wir aber auch ab und zu mal ganz gut gebrauchen können. Ich glaube, ich nehme statt dem hier, nehme ich da lieber das Schlafgas mit. Wie gesagt, an ein oder zwei Stellen wäre das wirklich gar nicht so schlecht gewesen. Wenn sie um die Ecke stehen, schnell Schlafgas rein und dann zwei Kugeln in den Kopf. Fertig. Ich glaube, so lassen wir das. Ich glaube, ich nehme auch tatsächlich mal die hier mit. Das passt, denke ich. So, die Gürtelschnalle brauchen wir auf jeden Fall. Das Feuerzeug brauchen wir. Arschbange wahrscheinlich. Schade, dass wir die anderen nicht mitnehmen können. Die Münze und die Sonnenbrille hätte ich eigentlich auch gerne mitgenommen. Aber das geht leider nicht. Mach, bleiben wir mal so. So, die Dämpfer und sonst nichts. Naja, gut. Wird schon passen. Zimmer 704. Irgendeine Nachricht? Nein, Ma'am. Ich trau dem nicht, der hat sich gerade irgendwie seltsam benommen. Hallihallo. Ich habe mich selbst reingelassen. Ich hoffe, das geht in Ordnung. Ich hätte dich erschießen können. Aber dann würdest du dich jetzt schuldig fühlen. Sei da mal nicht so sicher. Ach komm, sei lieb. Du hättest mir sagen können, dass du das Schiff in die Luft jagst. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass du so lange dort bist, dass es wichtig sein könnte. Nach all dem Gerede darüber, wie toll du bist, dachte ich, dass du an Bord gehst, den Krempel nimmst und wieder abhaust. Es war komplizierter als gedacht. Das habe ich schon mal gehört. Wahrscheinlich von Mama. Was hast du denn gedacht zur Hölle? Naja, zwischen Schiffsmanifest, Kapitänslogbuch und deinen Fotos fiel mir ein, dass wir haben, was wir brauchen. Deswegen wollte ich den Jungs ein wenig Unbehagen bereiten. Es gibt nur ein Problem. Ich habe weder das Manifest noch das Logbuch. Na super. Gib niemals einer Frau eine Männeraufgabe. Hey, es war deine tolle Idee, alles kaputt zu machen. Das hat uns den Mist beschert. Wenn du einfach deinen Job gemacht hättest, wäre das jetzt kein Thema. Wie hätte ich meinen Job machen sollen, wenn du das ganze Schiff versenkst? Du hättest mich beinahe umgebracht. Schon gut. Tut mir leid, dass ich dich nicht gewarnt habe. Jetzt zufrieden? Keine tolle Entschuldigung, aber ich nehme mal an, dass ich mich damit zufrieden geben muss. Hast du wenigstens den Sender im Funkraum hinterlassen? Hab ich. Lust auf eine Runde schwimmen? Zimmerservice! Hast du den Zimmerservice bestellt? Runter! Jemand muss dich verfolgt haben. Hör zu, lauf zum Sicherheitshaus und besorg uns Scuba-Ausrüstungen. Ich kümmere mich ums Boot. Okay. Vorschläge, wie wir hier rauskommen? Ich mache mir um dich Sorgen. Sie kennen dein Gesicht. Na gut, dann halt einen Vorschlag, wie ich hier rauskomme. Hast du Höhenangst? Alles unterhalb einer normalen Flughöhe geht in Ordnung. Hey, ja, ich habe davon gehört. Okay, dann ab aufs Dach. Damit rechnen Sie nicht. Ich habe einen Fluchtweg hinten gesehen. Da solltest du runterkommen. Versuch hier rauszuschlüpfen, ohne gesehen zu werden. Ich gebe mein Bestes. Alles klar. Ja, jetzt ist auch klar, warum das Schiff in die Luft geflogen ist. Das war eine Sabotage von ihm. Oh Mann, da muss wirklich alles in die Luft sprengen. Und, was mir auch aufgefallen ist, er hat sein Hemd gewechselt, das sie ja besonders scheußlich fand. Er hat tatsächlich sein Hemd gewechselt. Ist ja krass. Okay, dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss. Und in der nächsten Folge versuchen wir mal zu entkommen. Mehr oder weniger still und heimlich. Zumindest ungesehen. Gut, dann sag ich mal, vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge dann. Tschüss.